Das verraten wir nicht, das wäre ja voll fies. Na, schnell drüber, wenn der Typ hier. Aua! Oh. Haha, danke. Okay, jetzt will ich mir auf jeden Fall noch eben den Bogen holen. Ach Gott, weg mit euch. Weg. Bringt zwar nichts mehr, dass ich den Rubin mitnehme, aber egal. Nein, da muss ich nicht lang. Die Truhe habe ich schon geöffnet. Wunderbar. Raus aus dem Zauberwald. Ach so, so mit O. Jetzt zum Laden. Ja, ja, ja. Ja, ja, da, da, da. Da ist er, der Bogen. Hallo. Pfeil und Bogen, nur noch 980 Rubine. Ja, ja, vielen Dank. Schloch. Zö. Naja. Wir haben ihn, den Pfeil und Bogen. Endlich mit 20 Pfeilen. Na, okay. Und jetzt brauchen wir noch mehr Knete. Also ich glaube, wir brauchen wieder 300 Rubine, weil hier unten müssen wir auch... Na, könnten wir jetzt schon, aber nach dem nächsten Tempel dahin. Und dann müssen wir uns auch was holen. Das kostet auch wieder Geld. Immer wollen sie unser Geld. Alle wollen unser Geld. Und wir haben noch einen Besen. Weg, mach mal die Hecke hier weg. Und der müssen wir der Oma geben. Oh, ein neuer Besen. Für mich. Ist doch für mich, oder? Klar. Oh, wie sie dich freut. Geil. Danke. Gib mir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Cool. Du hast den Besen gegen einen Angelhaken getauscht. Was wirst du wohl für den Angelhaken bekommen? Jetzt muss ich mal eben... Der ist gar nicht so weit weg, glaube ich, der Angler, dem wir das geben müssen. Den haben wir nur noch nicht gesehen. In diesem Let's Play zumindest. Bei irgendeiner Brücke. Und die ist, glaube ich, gar nicht so weit weg. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wo die war. Ah ne, hier kommen wir schon weiter. Hier kommen wir schon zum nächsten Gebiet. Da wollte ich ja jetzt noch nicht hin. Erstmal will ich die Tauschsache weitermachen. Lass mich da durch. Lasst mich durch, ich bin wichtig. Ich trage grüne Kleidung. Oh! Weggesprengt hat er mich. Ah, hier ist die Brücke. Die habe ich gesucht. Und hier sitzt noch eine Eule, ne? Willst du was? Unter Brücken, Geheimnisse, lange Leben. Ich weiß. Hi, Typi. Oh, das ist doch nicht etwa ein Angelhaken, was du da in der Hand hast, oder? Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay. Sperre deine Augen auf und sieh genau hin. Hast du jetzt was? Oh, er hat was. Wow, was ein Riesenbrocken. Was hat der? Aus dem Angelhaken wurde eine Kette. So ein Glück. So, jetzt müssen wir nochmal raus. Und wieder rein. Ey, wo ist der Typi? Ist der? So, den Screen verlassen. So. Er ist noch nicht da. Normalerweise müsste hier der Fotograf schwimmen. Uncool. Muss ich später nochmal wiederkommen. Okay, wir haben jetzt eine Perlenkette. Was machen wir denn damit? Hast du eine Idee? Das ist ja meine Perlenkette. Hey, gib sie mir zurück. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Jo. Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua! Nur eine! Oder immer stehen wir auf Wasser. Wir sind... Link ist doch ein kleiner Jesus. Er kann über Wasser gehen. Du hast der Nixe die Perlenkette gegeben und darf eine Schuppe erhalten. Was machst du damit? Flupp. Oh, sie haut ab. Tschüss. Ja, Versäge. Gut, wir haben eine Schuppe.
Jetzt müssen wir natürlich nur wissen. Ja, ja, jetzt sitzt du da. Schön für dich. Wo war denn jetzt nochmal die nächsten Star... Ha, gefunden. Gut. Zu der müssen wir nämlich jetzt. Alles klar, das war einer von den Gängen, meine ich. Einer entweder der da. Komme ich da am schnellsten hin? Na super, der Treppe. Oh! Geh weg! Nervensäge. Schnell! Da können wir die Schuppe nämlich einsetzen. Mal gucken, was passiert. Lalalala. Toll. Gut. Machen wir es anders. So. Ach, ist mir jetzt zu doof jetzt. Noch euer Run-Style. Huah. Boah. Jetzt hätte es mich fast runtergeschmissen. Fischi, Fischi. Ich tu dir nix. Fischi, Fisch. Hä? Jetzt falsch? Hab ich ja jetzt gelandet. Ach, cool. Na ja, gut, nehmen wir den auch mit. Nehmen wir den doch auch mit. Guten Morgen. Aufstehen, der neue Tag beginnt. Wer stört mich da wieder beim Schlafen? Du, ne? Toll, vielen Dank auch. Finde ich echt nett. Na, warte. Willst du zur Strafe mehr Bomben tragen können? Nein. Willst du zur Strafe mehr Pfeile tragen können? Ja. Willst du noch mehr Zeug mit dir rumschleppen? Was geschieht dir recht? Bis dann, tschö. Voll toll. Oh, 60 Pfeile. Wie geil. Wie geil, geil, geil. 60 Pfeile. Das ist voll cool. Und gar nicht schwer. Autsch, jetzt reicht's mir aber. Ah, jetzt muss ich hier wieder zurück. Running Shoes, yeah. Aber das war trotzdem falsch. Da ist ja gar nicht der Weg zu der Truse, zu der Statue. Nein! Geh weg jetzt! Tust mir weh! Aua! Interessiert den gar nicht. La, da, 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 da muss er vielleicht hier sein. Okay, darum. Gut. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. So einfach geht das nicht, meine Freunde. Ja, mal gucken, vielleicht ist er noch jetzt da. Na also. Ich glaube, ich werde wieder auf euren großen Fang, bla, hier und da. Ja, ich guck genau hin. La 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 la. Jetzt hat er ihn am Haken. Wow, welch ein Riesenbrocken. Da ist er. Schwupp. Ups. Da liegt er im Wasser. Oh, da ist er weg. Cool, ein neues Foto. Endlich ein weiteres Foto. Und wir müssen jetzt hier lang nach oben zu kommen. Die Nixe wartet. Und lässt. Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich kann nicht so. Ich kann nicht singen. Ah. Puh, ich kriegste nicht. Ach ja, so. Weg. Jetzt können wir den Typen nämlich lähmen. So. Du hast die fehlende Schuppe in die nächsten Statue gesteckt. So, und das erklär mir jetzt mal. Wenn ich die Schuppe einstecke, fliegt das Ding zur Seite. Oder schiebt sich selbst zur Seite. Oh, hier müssen wir aufpassen. Da war gefährlich. Wow. Da ist es. Die Lupe. Jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Geil, Tauschaktion ist beendet. Und das war der Gegenstand, den ich unbedingt haben wollte. Die Lupe, die da oben rechts jetzt in dem Tauschobjekt ist. Die wird noch sehr nützlich sein. Vor allem jetzt, bevor wir in den nächsten Dungeon gehen.
aber echt cool jetzt. Und jetzt möchte ich vorher noch etwas anderes machen. Und zwar möchte ich mir einen neuen Gegenstand holen. Gehen wir hier unten lang, das geht schneller. Muss nicht durch den Zauberwald huschen. Ah, ein Grab. Aggressionen kochen hoch, Erinnerungen werden wach. Zombie muss dafür leiden. Und jetzt gehen wir zum Strand und werden uns sonnen. Weg. Das ist die letzte Tat, die ich heute machen möchte. Ja, hallo Kettenhund Struppi. Können wir mit der Lupe eigentlich jetzt schon hier was sehen? Genau, jetzt sehen wir da oben ein Buch. Hier, da oben liegt ein Buch. Das lesen wir aber jetzt später. Dafür ist es noch zu früh. Link kann ja noch nicht lesen. Link ist noch zu klein. Nein, Link ist ein großer Junge. Liegt da jetzt. Oh, hier lag unser Schwert. Und da liegen die Reste von unserem Boot wahrscheinlich. Ah, und hier will ich hin. Denn hier haben wir es zum Wegsprengen. Wenn wir das jetzt so aufsprengen und reingehen würden... Was ist denn hier? Dann würde da nichts drin sein. Und jetzt sehen wir da einen Typen. Was willst du denn? Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Okay, und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder gebe ich ihm die Schaufel, so wie jetzt, oder die Greifenfeder. Und da die Feder einfach hammergeil ist, kriegt er jetzt von mir die Schaufel. Die ist dann weg. Die brauchen wir auch nicht mehr. Geil! Für das, was du in der Hand hattest, hast du nun einen tollen Bumerang bekommen. Und der Bumerang ist Wahnsinn. Der Bumerang ist ein so krasses Item. Der macht echt... Der haut alles kaputt. Zack. Weg. Da möchte ich euch später noch was richtig, richtig Cooles zeigen. Kriegst du auch... Ja, die Dinger kriegt er nicht kaputt. Was man, oder wie man sich über einen Screen, in dem man sich befindet, für eine gewisse Zeit unverwundbar machen kann. Auch geil. Das ist auch sehr geil. Das kommt... Hier kann ich auch andere damit? Nein, schade. Ich dachte, ich könnte die abwegschnetzeln. Kuckuck, Hundchen. Ah! Hehe. Ah ja, der Bumerang ist schon was Tolles. Der Bumerang ist schon was Tolles. Und jetzt gehe ich noch einmal als Abschluss ins Zoodorf, um mir da noch ein Foto zu holen, was ich jetzt bekomme, da ich die Lupe habe. Hätte ich vorher auch nicht bekommen. Also ohne Lupe gibt es dieses Foto nicht. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ist nämlich gar nicht so leicht. Ab ins Zoodorf. Hallo. Weg frei. Nämlich hier. Er geht von selber dahin. Boah, ich konnte ihn nicht lenken. Hey, erkennst du mich? Du musst eine Lupe haben. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur meine Ruhe haben. Ja, dann kommt er rein. Die komische Maus. Hallo, ich bin jetzt der Fotograf. Du sagst, Zora sei im Haus. Das muss ich fotografieren. Ich nenne es Zora entdeckt. So, ja, voll das Face. Geil. Gut. Leute, ich würde sagen, bei unserem neuen Freund Zora werde ich den Part hier beenden, die Aufnahme-Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch diesen kleinen Rage-Anfall wegen diesem mehr als
bescheidenen Geist. Ja, wie gesagt. Hier beende ich den Part. Und sage danke fürs Zuschauen. Beste.